Hallöchen, schön, dass du wieder da bist. Heute kommt ein Blitzrezept. Es muss zwar ein bisschen durchziehen, aber gemacht ist es wirklich super schnell und super einfach, super gesund und super lecker. Und außerdem auch regional. Okay, bis auf die Orange. Aber die könnte man auch gegen einen Apfel austauschen. Wie du schon gelesen hast, machen wir heute einen Blaukrautsalat oder Rotkohlsalat, je nachdem, wo du herkommst, wie du es nennst, dieses wunderbare Gemüse. Wir brauchen dazu natürlich Blaukraut, Schrägstrich Rotkohl, eine Orange, außerdem ein bisschen Salz und Pfeffer. Dann habe ich hier noch Agavendicksaft. Alternativ kannst du auch Zucker, Honig oder ein anderes Süßungsmittel deiner Wahl benutzen. Ich habe hier noch ein neutrales Öl. Ich habe jetzt, glaube ich, Sonnenblumenöl. Außerdem ein bisschen Apfelessig und noch ein bisschen Apfelsaft. So, die Hauptaktion hier ist, das Blaukraut zu schneiden. Aber es ist kein Hexenwerk. Es geht ziemlich schnell, vor allem wenn man ein bisschen Übung hat. Und die kommt nach und nach. Bei dem Blaukraut schneiden wir als erstes den Strunk unten ab, mit Tickchen. Dann wird es halbiert. Anschließend vierteln und dann kommt der Strunk raus. Du musst es übrigens nicht zwingend mit der Hand schneiden. Du kannst es auch mit einem Hobel wie diesen machen. Ich halbiere das Stück jetzt nochmal, damit ich auch wirklich fein schneiden kann. Und dann so fein wie möglich. Und da mir die Länge auch so ein bisschen zu kurz wäre, schneide ich ein bisschen schräg. Wenn das Kraut geschnitten ist, dann kommt auch schon fast alles an Zutaten dazu. Und zwar der Apfelsaft, Essig, das Öl und auch der Agavendicksaft. Außerdem Salz und ein bisschen Pfeffer. Und dann wird es auch schon durchgemischt. Ich knete das jetzt auch noch kurz mit der Hand ein bisschen durch. Und das Dressing, also vor allem das Öl darin und dieses Durchkneten verändert dann die Struktur und macht es weicher und damit auch zugänglicher für den Körper. Wenn du noch mehr so Angeberwissen willst und auch angeben willst, dann mit solchem Wissen. Öfter kann ich diese Worte jetzt nicht mehr verbauen. Dann schau mal auf meine Homepage inannasküche.de. Da kannst du dich zum Beispiel für ein Newsletter anmelden, um dann am 3. Januar in meine Kochschule zu kommen. Da gebe ich nämlich ganz viel Küchen-Nerd-Wissen weiter. Falls du übrigens auch testen willst, wie gut dein Kochwissen denn schon ist, dann schau mal auf meine Homepage inannasküche.de/quiz. Dort ist ein Quiz, da kannst du dein Wissen testen und mal schauen, ob du ein Anfänger bist oder schon fast Profi. Okay, ich würde sagen, es reicht jetzt. Die Struktur ist schon super schön. Jetzt kommt noch die Orange rein und dann lassen wir es sowieso noch einen Moment ziehen. Ich schneide jetzt die Orange. Einen Teil filetiere ich, das will ich als Garnitur oben drauflegen. Den anderen Teil, muss ich ehrlich sagen, bin ich mal ganz faul, schneide einfach kleine Würfel und gebe die dann in den Salat. Also los geht's mit dem Schälen. Falls du nicht weißt, wie man eine Orange filetiert, dann pass jetzt mal auf. Als erstes schneidest du hier oben und unten quasi einmal ab, nicht allzu weit, denn wir wollen hier nichts verschwenden, aber doch so weit, dass nichts mehr großartig Weißes hier unten ist. Dann kannst du sie hinstellen. Die hat ja jetzt quasi einen Boden und steht ganz stabil und fährst hier entlang runter. Und das einmal rundherum. So, dass möglichst wenig Fruchtfleisch an der Schale ist, aber doch so viel, dass an dem Fleisch keine weiße Schale mehr ist.
Messer übrigens habe ich jetzt so ein kleines gezacktes. Das finde ich hier ganz praktisch. Ich halbiere sie jetzt. Ich schaue mal ungefähr, wo die Filets sind. Ungefähr hier. So, und dann filetieren wir erstmal. Jetzt musst du schauen, wo sind hier diese Trennwände. Man sieht es hier ganz gut, das ist ein so ein riesen dickes Filet. Hier kommt das nächste, da ist noch eins, hier und da ist die Trennwand. Und da dazwischen schneiden wir jetzt quasi das Filet raus. Das heißt hier die erste Trennwand einschneiden bis zur Mitte und dann kannst du es auch so umklappen. Und dann bis zur nächsten Trennwand, das schneidest du dann auf der Innenseite quasi zum Filet auch ein, auch bis zur Mitte. Und dann hast du dein erstes dickes, fettes, großes Filet. Und so geht es jetzt immer weiter. Du schneidest quasi das Filet immer zwischen diesen Trennwänden raus. Ja, ich habe es jetzt nicht ganz sauber gemacht. Hier sind auch schon ein, zwei so weiße Schälchen. Aber ja, wir sind jetzt nicht in der Sterneküche, sondern in meiner Privatküche. Und mich stört das jetzt nicht so sonderlich. So, da ich nicht so viel von Lebensmittelverschwendung halte, und hier ist ja noch viel, quetsche ich das jetzt quasi über dem Salat aus und habe hier noch mehr Orangensaft als Dressing. Bei der anderen Hälfte der Orange schneide ich einfach dieses Weiße innen raus. Dann halbiere ich sie einmal so in Scheiben und dann schneide ich hier kleine Würfelchen. Ja, und dann kommt es hier mit in den Salat. Mit möglichst auch dem ganzen Saft vom Brett. Die Filets brauchen wir erst später zum Garnieren und Anrichten, deswegen kommen die jetzt extra auf den Teller. Den Salat mische ich jetzt noch einmal kurz durch und dann sollte er noch möglichst lange durchziehen. Das heißt mindestens eine Stunde, maximal einen Tag. Also ihr könnt den auch gut am Vorabend vorbereiten, perfekt auch für Weihnachten, möglichst schon viel vorher machen. Dann hat man an Weihnachten, an Heiligabend oder an den Feiertagen mehr Zeit für die Familie. So, Weihnachten kommt bald und auch hier ist es Zeit für Geschenke. Ja, ich verlose nämlich auf Instagram diese kleine hübsche Schüssel. Die ist handgemacht von Dorfkind Keramik. Ja, Keramik aus meiner Region. Falls du Interesse an dieser wunderschönen schwarzen Schüssel hast, schau dort gerne vorbei. Und jetzt aber kommt's hier auf YouTube hier. Verlose ich unter meinen Abonnenten diese wunderschöne Schüssel. Die hat hier so kleine Sprenkel, die ist auch handgemacht von Dorfkind Keramik. Superschön. Wie nimmst du also an diesem Gewinnspiel teil? Abonniere einfach meinen Kanal, gib diesem Video einen Daumen hoch und kommentiere mit Hashtag Kochnerd. Das Ganze ist jetzt in dieser ganzen Rouladenreihe, das heißt, es gibt schon ein, zwei Videos. Wenn du da drunter kommentierst und likest, erhöhst du auch nochmal deine Chancen, diese wunderhübsche Schüssel zu gewinnen. Und bis zum 20. Dezember gilt dieses Gewinnspiel. Um 24 Uhr ist dann Stopp. Bis dahin bei den Videos kannst du auch noch gewinnen, bei den Kochvideos, in dem ich auch von dieser Schüssel erzähle. Und ich wünsche mal viel Glück. Diese Schüssel ist wirklich super schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall für den Gewinner, beziehungsweise für die Gewinner, denn die gibt es ja auch noch. So, falls dir mein Video gefallen hat, abonniere auch gerne deswegen meinen Kanal, nicht nur wegen dem Gewinnspiel. Ich würde mich super freuen, wenn wir uns auch auf Instagram öfter sehen, denn da gibt es noch mehr von mir, mehr ja, Behind the Scenes und mehr aus dem Alltag als hier. Und falls du Fragen zu meiner Online-Kochschule hast, die am 3. Januar startet und nichts mehr verpassen willst, dann kannst du entweder meinen kleinen Newsletter abonnieren. Keine Angst, ich spam dich nicht voll, ich bin viel zu faul, da viel zu schreiben. Nur das Allernötigste. Und ja, wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne auf Instagram eine direkte Nachricht. Und ja, ich beantworte gerne alle Fragen dazu. Ich wünsche dir einen super schönen Tag, eine ruhige und erholsame Adventszeit. Ja, soweit es möglich ist, für manche sicherlich noch erholsamer als normal, für andere leider nicht so. Aber hab eine schöne Zeit, mach's dir gemütlich und koch was Schönes. Bis bald, ciao!